Schön, euch zu sehen. Ich habe heute euch ein etwas brisantes Thema mitgebracht. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Die fremde Frau. Es soll heute um das Thema Sexualität gehen. Und ich bin ein Mann, das heißt, ich werde vorwiegend sozusagen aus der Männerperspektive sprechen, aber Frauen dürfen sich natürlich genauso angesprochen fühlen und auch die entsprechende Frauenperspektive einnehmen. Ich möchte euch vielleicht erstmal kurz meine Vorgehensweise vorstellen, meine Gliederung. Wir sehen hier die Frucht der Versuchung, ja, und haben um diese Frucht haben wir so verschiedene Bälle, die ihr gleich seht. Und ich werde jeden Ball mit einem thematischen Schwerpunkt, mit einer These, würde ich mal behaupten, ausfüllen. Und die erste These, die wir hier sehen werden, ist die These, ehelicher Verkehr ist gut. Wisst ihr, jeder von uns hat seine eigene sexuelle Lerngeschichte. Und Sexualität ist etwas, was sich in der Bibel vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung wie ein roter Faden durchzieht. Mit so einer Handvoll anderen Themen noch. Aber Sexualität ist immer da. Ist immer da. Wir sind sexuelle Wesen. Wir sind so gemacht zur Fortpflanzung, aber auch, weil wir uns dann auch an unserem Ehepartner erfreuen dürfen. Also ist Sexualität auch etwas, was von Gott ausdrücklich für gut befunden wird, was er ausdrücklich gut heißt, was er ausdrücklich will. Weil erstens hätte er uns sonst nicht so geschaffen und zweitens gibt es auch eine Reihe von Stellen in der Bibel, die das belegen. Und eine dieser Stellen finden wir auch gleich ganz vorne, wo es heißt, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, seiner Frau anhangen wird und sie werden sein ein Fleisch. Ein Mann, eine Frau, ein Fleisch. Das ist der göttliche Standard. Und ich habe das Gefühl, dass wir über dieses Thema mal reden müssen. Wisst ihr, wenn wir uns von diesem göttlichen Standard entfernen und die fremde Frau im Blick haben und ihr nachlaufen, dann gehen wir der Lüge und der Versuchung und der Täuschung des Teufels auf den Leim. Der flüstert uns ins Ohr, hey, ist doch gar nicht so schlimm, mach mal. Und da fängt es an, dass Sexualität Sünde wird. An dem Punkt, wo wir uns vom göttlichen Standard entfernen. Ich möchte euch ganz gerne den Grundlagentext vorlesen, den ich für euch heute mitgebracht habe. Wir finden den Text in Sprüche 5. Das ist ein Text, den Salomo geschrieben hat. Salomo, der wird uns später auch noch begegnen, ist der Sohn von David, der auch im Laufe der Predigt auch eine ganz brisante Rolle spielen wird. Jetzt erstmal zu dem Text und dann werde ich mit jedem dieser Bälle, die ihr in meiner Gliederung gefunden habt, immer mal wieder ein und den anderen Vers aus diesem etwas längeren Text nehmen, um euch dann dadurch, damit der Hilfe dieser Verse durch die Predigt zu leiten. Auf geht's. Mein Sohn, richte dich nach meiner Weisheit und höre auf meinen weisen Rat. Dann wirst du Besonnenheit lernen und Erkenntnis gewinnen. Die Lippen einer fremden Frau sind süß wie Honig. Ihr Mund ist sanfter als Öl. Doch am Ende ist sie bitter wie Gift und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße führen in den Tod, ihre Schritte geradewegs ins Grab. Damit du den Weg des Lebens nicht erkennst, sind ihre Wege verschlungen und haltlos. Und du merkst es nicht. Deshalb, meine Söhne, hört auf mich und nehmt euch zu Herzen, was ich euch sage. Halte dich fern von ihr und geh nicht einmal in die Nähe ihrer Haustür. Wenn du es doch tust, wirst du deine Ehre verlieren und grausame Menschen werden dein Leben zugrunde richten. Fremde Menschen werden deinen Besitz an sich reißen und ein anderer wird sich an den Früchten deiner Arbeit freuen. Später, wenn es mit deinem Leben zu Ende geht und dein Körper geschwächt ist,
wirst du stöhnen und sagen, wie konnte ich nur die Selbstbeherrschung verlieren? Warum habe ich mich nicht ermahnen lassen? Warum habe ich nicht auf meine Lehrer gehört? Warum bin ich nicht dem Rat derer gefolgt, die mich unterwiesen haben? Fast wäre ich vollständig ins Unglück geraten und das vor der Gemeinde und dem ganzen Volk. Und jetzt sagt Salomo Folgendes: Trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Liebe nur deine eigene Ehefrau. Warum solltest du das Wasser deiner Quelle nach draußen vergießen und dich mit anderen Frauen einlassen? Du solltest es für dich behalten und es nicht mit Fremden teilen. Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich allezeit berauschen und ihre Liebe soll dich stets in Band ziehen. Mein Sohn, warum solltest du dich von einer fremden Frau verzaubern lassen oder die Brüste einer anderen liebkosen? Denn der Herr sieht ganz genau, was ein Mensch tut. Er achtet auf jeden Weg, den er geht. Ein gottloser Mensch ist in seinen Sünden gefangen. Sie sind wie Stricke, die ihn festhalten. Er wird sterben, weil er sich nicht beherrschen konnte. Und wegen dieser unbegreiflichen Dummheit ist er verloren. Das ist ein Text von König Salomo, der, ich darf mal so ein bisschen rumspinnen und ein bisschen spekulieren, vielleicht im hohen Alter schon war und auf sein Leben zurückblickt und gerne die Erfahrung, die er in seinem Leben gemacht hat, an seine Kinder weitergeben möchte. Alle Fehler, aus denen er gelernt hat, aber auch all die guten Dinge, die ihm gelungen sind. Und deswegen gucken wir uns gleich nochmal den ersten Vers an, wo es heißt, mein Sohn, richte dich nach meiner Weisheit und höre auf meinen weisen Rat. Dann wirst du Besonnenheit lernen und Erkenntnis gewinnen. Ich glaube, dass Salomo tatsächlich das Anliegen hat, das Beste für seine Kinder weiterzugeben. So wie alle Eltern, die ihre Kinder lieben, wollen, dass es ihnen besser geht als den Eltern selbst. Lernt aus meinen Fehlern, lernt aber auch von dem, was ich vielleicht auch Gutes, wo ich ein gutes Vorbild war. Ich glaube, das wollen wir Eltern. Und ich glaube, dass das Salomo hier auch wollte. Und als ich das gelesen habe, musste ich an das vierte Gebot denken, wo es heißt, Ehre Vater und Mutter. Und das Spannende ist aber, dass da nicht nur steht, Ehre Vater und Mutter, sondern da steht auch ein Versprechen dahinter. Und dieses Versprechen lautet, damit du lange lebst in dem Land, das Gott dir gibt. Und natürlich, das war damals an die Israeliten gerichtet, die dann nach Kanaan gewandert sind, in ihr versprochenes, von Gott versprochenes Land. Aber ich denke, dass wir dieses Bild auch für uns sozusagen umdeuten dürfen, wenn wir zum Beispiel über das Land der Ehe sprechen. Wisst ihr, wenn wir von den Erfahrungen, die wir von unseren Eltern gelernt haben, positiven, aber auch den negativen, lernen und so unsere Eltern ehren, dann wird uns ein langes Leben, zum Beispiel auch im Land der Ehe, eher gelingen, als wenn wir nicht unsere Eltern als Vorbild im Negativen, aber auch als Positives sehen. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum nächsten blauen Ball, zur nächsten These, die wir aus diesem Text aus Sprüche 5 ablesen dürfen. Außerehelicher Verkehr ist tödlich. Außerehelicher Verkehr ist tödlich. Lasst uns mal den Text dazu lesen, den wir in Sprüche 5, Verse 3 bis 6 finden. Dort heißt es, die Lippen einer fremden Frau sind süß wie Honig und ihr Mund ist sanfter als Öl. Doch am Ende ist sie bitter wie Gift und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Und hier kommt's. Ihre Füße führen in den Tod, ihre Schritte geradewegs ins Grab. Wisst ihr, wenn ihr lange verheiratet seid, dann werdet ihr wissen, dass über die Jahre sich Dinge in eure Ehe schleichen, wie Gewohnheiten, Routine, Langeweile oder wisst ihr, diese richtigen kleinen ätzenden Macken, die der andere hat, ja, die werden doch mit der Zeit immer größer.
Oh, wie schrecklich ist das. Und so entsteht Frust. Und so entsteht der Wunsch auszubrechen. Und genau darauf verweist hier der Text, wo dann plötzlich in einer solchen Situation, wo du unter Druck stehst, wo du unter Stress stehst, wo du frustriert bist in deiner Lebenssituation, die Lippen einer fremden Frau plötzlich süß wie Honig erscheinen oder ihr Mund sanfter als Öl sich anfühlt. Irgendetwas wird sterben. Irgendetwas wird sterben, wenn du dieser Versuchung nachgehst. Entweder wird deine Liebe zu deiner Frau sterben oder die Liebe deiner Frau zu dir oder die Liebe zu deiner Familie wird erkalten. Irgendetwas wird sterben. Aber Salomo gibt uns hier einen Tipp. Beziehungsweise er gibt seinen Kindern hier einen Tipp. Er sagt in Vers 8, halte dich fern von ihr. Halte dich fern und geh nicht einmal in die Nähe ihrer Haustür. Und wisst ihr, was das Spannende an diesem Vers ist? Wenn ich aufgefordert bin, mich fernzuhalten von ihr, dann bedeutet das doch im Umkehrschluss, dass ich weiß, wo sie ist. Sonst kann ich mich ja nicht fernhalten. Und ich kann mich auch nicht fernhalten, wenn ich nicht weiß, wo ihre Haustür ist. Wenn ich weiß, wo ihre Haustür ist, dann kann ich mich auch fernhalten. Und die Frage ist jetzt, wo wohnt sie für dich? Wo wohnt sie für dich? Ist es die Frau eines Freundes, die du begehrst in deinem Herzen? Ist es vielleicht eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege, die du ständig umschmeichelst? Wo du dich immer freust, wenn du sie siehst? Oder ist es Internetpornografie? Ja? Ist es die Sucht nach internetpornografischem Material, die dich gefangen hält? Lass mich zwei Sätze noch zu Internetpornografie in diesem Zusammenhang sagen. Wisst ihr, es ist so einfach, Betrug zu beginnen übers Internet. Ein paar Klicks bist du nur entfernt von tausenden Frauen, die dir zu Füßen liegen. Und du brauchst sie noch nicht mal umwerben. Du brauchst sie noch nicht mal beschmeicheln und bezirzen, um ihre Gunst kämpfen. Sie sind einfach da. Sexuelle Befriedigung immer und überall, wo du willst. Aber wisst ihr, damit gehen auch einige Lügen einher. Und zwar ganz perfide Lügen. Und einige von diesen Lügen, die möchte ich euch ganz gern sagen. Eine Lüge wäre, hey, du kannst alle Frauen haben. Sogar im echten Leben irgendwann. Bestimmt. Oder, ach, du bist doch so gestresst und frustriert und unglücklich. Weißt du, durch den schnellen Kick auf der und der Seite, da geht es dir gleich viel besser. Oder, ganz besonders beliebt, hey, es ist doch gar kein Ehebruch. Du schläfst ja mit niemandem. Ist nicht so schlimm. Aber irgendwas wird sterben. Ich möchte euch mal mitnehmen in die Geschichte von David. David soll uns hier als ein Beispiel dienen, wie es laufen kann. Ihr seht hier hinter mir ein Bild von David, das ihn zeigt, wie er so in den Tag hineinlebt, so ein bisschen auf seiner Sonnenterrasse steht und in dieses wunderschöne Jerusalem hinausblickt. Und David ist ein mega beliebter König gewesen, der super erfolgreich war, alle Schlachten gewonnen hat, das Volk hat ihn geliebt und er ist immer mit Gott gegangen, schon als junger Mann, immer mit Gott gegangen und auf Gott vertraut.
Und jetzt ist wieder mal Krieg, aber diesmal bleibt David zu Hause. Er hat sich ein bisschen bequem gemacht und schläft lange, steht spät auf und lebt so in den Tag hinein und wandert auf seiner schönen Sonnenterrasse hin und her. Und eines Tages erblickt er den wunderschönen, erotischen, nassen Körper seiner Nachbarin, wie sie gerade auf ihrer Terrasse duscht. David ist hin und weg. Er ist gefangen von diesem Anblick und vermutlich, wer weiß, steht da nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht jeden Abend geduscht hat und er dann jeden Abend rausgegangen ist und zugeguckt hat. Er hat das trainiert, seine Begierde im Herzen. Diese junge Frau, Bathseba heißt sie, war verheiratet mit Uriah und Uriah war zu der Zeit im Krieg für David. Also hat sich David es sich leicht gemacht, hat sich Bathseba nach Hause genommen, hat mit ihr geschlafen, hat ein Kind gezeugt und dieses Kind musste kurze Zeit später sterben. Uriah hat er belogen und letztendlich töten lassen. Irgendetwas stirbt immer. David hat nicht gehört auf den Appell, den sein Sohn später schreiben würde, nämlich halte dich fern, geh nicht hin. Und wenn wir uns die Geschichte Davids und seiner Familie angucken, dann sehen wir auch, dass Sünde, diese sexuelle Sünde, sich auch auf seine Familie und insbesondere seine Kinder ausgewirkt hat. Wisst ihr, David war mindestens 8-mal verheiratet, aber die Bibel heißt an keiner Stelle Polygamie gut. Und immer dann, wenn ihr das mal beobachtet in der Bibel, immer dann, wenn es zu solchen Mehrehen kommt, kommt es auch später irgendwann zu Problemen. Bei David eben auch. Was ist mit Davids Kindern passiert? Eines seiner Kinder hat dessen Halbschwester vergewaltigt, deren Bruder wiederum ihn aus Rache getötet. Ein anderer Sohn wollte König werden, wurde dann aber auch getötet. Und Salomo, der letztendlich König wurde, der hatte 700 Frauen. Plus 300 Nebenfrauen. 1000 Frauen, ein Harem von 1000 Frauen. Und dieser Salomo, der erzählt uns jetzt hier in Sprüche 5, wie wir das zu machen haben. Ja, der erzählt uns, halte dich fern, trink das Wasser aus deinem eigenen Brunnen oder wie es da hieß. Versteht ihr? Ja, ich glaube, der hat echt Fehler gemacht. Und ich glaube, dass er im guten Herzen diese Fehler auch weitergeben, also beziehungsweise seine Kinder warnen wollte, diese Fehler nicht zu machen. Diese Frauen haben ihn zum Götzendienst sozusagen ermutigt im weiteren Verlauf. Also wir können auch hier sehen, dass sich diese Sünde auf die Familie ausgewirkt hat. Die haben sich gegenseitig den Hals umgedreht. Lass uns mal den entsprechenden Vers dazu lesen in Sprüche 5, Vers 9. Dort heißt es, wenn du es doch tust, wirst du deine Ehre verlieren und grausame Menschen werden dein Leben zugrunde richten. Fremde Menschen werden deinen Besitz an sich reißen und ein anderer wird sich an den Früchten deiner Arbeit freuen. Und das ist David passiert. Ich bin durch das Lesen dieses Textes aus Sprüche 5 auch zu der Auffassung gelangt, dass ein gnädiger Umgang mit Sünde wiederum Sünde ist. Wenn ich mit dieser Sünde gnädig umgehe, mache ich mich wieder schuldig. Ich möchte dazu eine kurze Geschichte erzählen. Aus Mose 4, das könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Das Volk Israel ist auf dem Weg aus der ägyptischen Gefangenschaft nach Kanaan. Das Ganze hat 40 Jahre gedauert. Und auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan musste das Volk Israel durch das Land Midian. Dort, wo die Midianiter leben. Aber auch die Midianiterinnen leben. Und wenn man da sich 40 Jahre in der Gegend aufhält, naja,
dann schließt man die ein oder andere Bekanntschaft mit deren Kultur und auch mit deren Gottesdiensten. Und deren Gottesdienste waren sexuell-kultische Gottesdienste, Tempelprostitution und so weiter. Also da ging es heiß her. Und wenn du als Familie 40 Jahre durch die Wüste gehst, dann kommst du da, glaube ich, auf einen ganz anderen Geschmack. Und was ist passiert? Gott hat sein eigenes Volk Israel mit einer Plage bestraft, weil es eben sich zur Sünde hat hinreißen lassen durch die midianitischen Frauen, deren Gottesdienste. Und dann kam es dann später dazu, dass Gott zu Mose gesagt hat, sag deinen Soldaten, sie sollen sich an den Midianitern dafür rächen. Also sind sie losgezogen und sollten alle Midianiter, die sie dort antrafen, platt machen. Alle Häuser, alle Hütten, alles. Gemacht, getan, kamen sie wieder zurück und Mose war außer sich vor Wut, als die israelitischen Soldaten wieder zurückkamen. Warum? Weil sie die midianitischen Frauen gefangen genommen haben und mitgenommen haben ins israelitische Lager. Weil sie nicht stark genug waren, sich von dieser Versuchung zu trennen. Die haben sie mitgenommen, haben sie verschont. Und was hat Mose gesagt? Okay, Jungs, jetzt sind sie hier. Ihr seid vielleicht 3-4 Tage mit denen gewandert, habt Beziehungen aufgebaut. Ihr müsst sie jetzt töten. Hier an Ort und Stelle. Das ist keine leichte Geschichte. Das ist kein Weißbrot, was man da liest. Aber das Prinzip, was ich sagen will, was ich damit ausdrücken möchte, ist folgendes. Wenn ich zögere und mich, nicht konsequent von dem trenne, was mich zur Sünde verführt, dann wird es später umso schwerer. Stellt euch vor, die israelitischen Soldaten hätten im Eifer des Gefechts tatsächlich alles platt gemacht, was denen in den Weg gekommen wäre. Dann wäre es später nicht so schwer. Und ich glaube, dass wir uns daraus auch folgendes Prinzip ableiten können, was ich hier vorbereitet habe für euch. Ich glaube, dass der Mann insbesondere anfällig für sexuelle Sünde ist und verursacht durch seine Inkonsequenz, durch seine Schwäche und Passivität Probleme. Und das können wir eben an David sehen, das haben wir bei den Israeliten gesehen, und das können wir aber auch bei Adam und Eva sehen. Ja, das können wir auch bei Adam und Eva sehen. Jeder kennt diese Geschichte. Aber ich bin mir sicher, dass nicht jeder diesen einen kleinen Nebensatz kennt, der da noch in dieser Geschichte steht, und auf den kommt es an. Folgende Situation. Eva lässt sich durch die Schlange verführen, sie konsumiert die Frucht und gibt sie an Adam weiter. Und dann heißt es da, denn er stand neben ihr. Er stand neben ihr. Er hätte doch die ganze Zeit intervenieren können und sagen können, stopp! Passiv, schwach, inkonsequent. Das ist unglaublich. Da ging es los. Und dann ging es weiter mit Simson. Simson aus dem Buch Richter, der stärkste Israelit, den man sich vorstellen kann. Ja, der 1000 Männer mit einem Unterkiefer von irgendeinem Esel erschlagen hat, lässt sich durch Frauen, die er kennengelernt hat, bequatschen und kommt dadurch immer wieder zu Fall. Und wisst ihr, ich liebe die Bibel, weil sie voll ist mit solchen Negativbeispielen, voll mit Versagern, wo ich sehen kann, oh ja, ich bin nicht der Einzige, der versagt. Selbst David hat versagt. Was für ein Trost für mich. Und es gibt aber auch jemanden aus der Geschichte, aus der Bibel, den Josef, wo wir uns ein positives Beispiel nehmen können, der als junger, super hübscher Mann, so beschreibt ihn die Bibel, ein ganz attraktiver junger Mann, am Hofe bei Potiphar arbeiten durfte und dessen Frau, vermutlich ständig gelangweilt, ein Auge auf Josef geworfen hat und ihn täglich, jeden Tag mit ihren weiblichen Reizen verführen wollte. Jeden Tag.
Und was macht er? Er reißt sich los und rennt weg. Er hält sich fern. Er hat nicht nachgegeben. Sich unglaublich. Ein Vorbild. Ich denke, dass wir radikal mit dem brechen müssen, was uns zur Sünde verführt. Und Jesus sagt uns das sogar. Selbst Jesus sagt uns das in Matthäus 4. Dort sagt er, wenn dich dein Auge zur Begierde verführt, reiß es raus und wirf es weg. Oder wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, hack sie ab und wirf sie weg. Ihr kennt diese Stelle. Aber ihr wisst natürlich auch, dass das ein Bild ist. Jesus ruft uns nicht auf, irgendwelche Körperteile abzuhacken, sondern er gebraucht das als Bild, dass wir radikal einen Schnitt machen sollen mit dem, was uns zu Fall bringt, gerade auf sexueller Ebene. Auch wenn es unbequem ist und es ist nicht besonders beliebt, darüber zu sprechen, möchte ich auch gerne über Schuld in diesem Zusammenhang sprechen. Lass uns mal nochmal in Sprüche 5 gehen, in den Vers 20. Da heißt es, mein Sohn, warum solltest du dich von einer fremden Frau verzaubern lassen und die Brüste einer anderen liebkosen? Und mir ist aufgefallen, diese schöne Passivkonstruktion hier, von einer fremden Frau verzaubern lassen. Er hat sich verführen lassen, verzaubern lassen, er hat es zugelassen. Er war offen dafür. Und das können wir auch bei David sehen. Ich habe hier mal so eine kleine Tabelle vorbereitet, die wir uns gerne zusammen mal anschauen können. Genau, Dankeschön. Lass uns bitte erstmal nur auf Bathsebas Seite schauen. Okay? Jetzt könnt ihr euch das gerne hier durchlesen. Dort steht, sie hätte umsichtiger und vorsichtiger mit ihrer Nacktheit umgehen müssen. Ich möchte euch mal mitnehmen in diese Situation, damit ihr versteht, was ich meine. Nochmal ganz kurz, David läuft auf seiner Terrasse darum und er blickt die schöne Bathseba. Das heißt, wenn er sie sieht, dann muss sie auch so nah an ihm gewohnt haben oder sozusagen einfach dort gewesen sein, dass sie ja auch einen Blick auf den Palast gehabt haben muss. Das heißt, sie hätte damit rechnen können, gerade zu der damaligen Zeit, dass wenn sie da nackt auf der Terrasse da rumturnt, dass der eine oder andere Palastbeamte sie da sieht und dann entsprechend irgendwie unreine Gedanken oder gar irgendwie ganz miese Taten vollbringt. Das heißt, sie hätte da etwas vorsichtiger sein müssen mit ihrer Nacktheit. Vielleicht hat sie sich auch gefreut und gedacht, hey cool, die ganzen Männer sind alle mal wieder im Krieg, ich bin mal hier, habe hier meine Ruhe und kann mal wieder ein bisschen befreit und nackt über meine Terrasse rumrennen. Vielleicht war es auch so, das sagt uns der Text nicht. Aber sie hat eben durch diese etwas unvorsichtige Art und Weise David letztendlich zu Fall gebracht. Aber wenn wir uns Davids Seite anschauen, da wiegt die Waagschale, glaube ich, noch ein wenig schwerer. Was hat er gemacht? Er hat sich nicht abgewendet. Er lässt seinen sexuellen Fantasien freien Lauf und begeht im Herzen Ehebruch. Er benutzt Bathseba für seine egoistischen Begierden und belügt und tötet Uriah. Wisst ihr, es wäre doch super, wenn wir als Mann und Frau in gegenseitiger Achtsamkeit und Verantwortung zueinander leben können. Wenn wir wissen, das andere Geschlecht hat da und da irgendwo eine Schwäche oder eine Stärke, wie auch immer, dass wir uns gegenseitig beachten. Und dafür müssen wir uns austauschen, damit wir wissen, wo ist denn der Knackpunkt des anderen? Wir müssen das wissen, deswegen müssen wir darüber reden. Kommen wir zum nächsten Prinzip, zur nächsten These. Licht verdrängt die Dunkelheit. Und dazu noch ein Vers aus den Sprüche-Kapitel. Ein gottloser Mensch ist in seinen Sünden gefangen. Sie sind wie Stricke, die ihn festhalten. Und wisst ihr was? Ich glaube, nicht nur gottlose Menschen sind in ihren Sünden gefangen, sondern auch wir sind in Sünden oder können in Sünden gefangen sein. Unsere Schuld ist vergeben.
aber wir können uns dennoch in Sünden verstricken, gerade auf sexuellem Gebiet. Und ich habe für euch hier ein kleines Schema mitgebracht. Am Anfang steht diese Sünde, dein Internet-Porno-Konsum oder deine Affäre oder ich weiß nicht was. Ja? Und diese Sünde, die wiegt so schwer auf deinem Herzen, dass du dich echt schämst. Du schämst dich dafür und du kannst es niemandem sagen. Du schämst dich vor deiner Frau, vor deinen Freunden, vor der Gemeinde, vor Gott, aber auch vor dir selbst. Diese Scham drückt dich richtig zu Boden. Sie fesselt dich. Und was machst du, um da sauber rauszukommen? Du fängst an zu lügen. Du lügst. Du lügst deine Frau an, du lügst alle an. Ist doch alles gut. Ist alles gut. Und das stärkt die Sünde und schützt die Sünde. Du beschützt sie. Aber wenn du es aufdeckst, hier haben wir jetzt Dunkelheit hinter uns, wir ignorieren jetzt mal diese weißen schönen Ränder, wir haben Dunkelheit hinter uns und das ist die Situation, in der wir uns aufhalten, wenn wir uns in sexuelle Sünden verstricken. Aber wir müssen Licht hineinbringen, wir müssen es aufdecken, wir müssen mit unserer Frau reden oder mit unserem Mann oder mit unseren Geschwistern oder wir müssen beten. Bringe Licht ins Dunkel, deck es auf, deck die Sünde nicht zu, weil dann, wenn die Sünde aufgedeckt ist, dann kann Licht hineinkommen und das Dunkle muss automatisch fliehen. Dunkelheit kann nicht bleiben, wenn Licht da ist. Das heißt, wenn du den Mut hast, mit deinem Ehepartner über genau dieses Problem zu reden, dann bringst du Licht hinein. Und wenn Licht da ist, dann wird Gott dir mit seinem Finger in deine Wunde legen und dir zeigen mit dem Licht, wo deine Baustelle ist. Und das tut weh, wenn er in die Wunde drückt und in die Wunde deiner Frau. Das tut richtig weh, weil ihr jetzt plötzlich offen und ehrlich und wahrhaftig sein müsst. Aber keine Sorge, es gibt ein Element, das wir nicht vergessen dürfen, nämlich die Liebe. Die Liebe ist der Weg zur Heilung in diesem Fall. Wenn ihr alles Vertrauen kaputt gemacht habt durch euer Verhalten, dann ist die Liebe die größte Kraft, die euch trotzdem zusammenkitten kann, die euch durchtragen kann. Und ich möchte euch ermutigen, gegenseitiges Verständnis zu zeigen, gegenseitig euch aufzubauen in eurer Schwachheit. Ich habe hier ein Bild mitgebracht mit zwei Personen, einer Frau und einem Mann, und habe mal zwei Sätze vorbereitet, die vielleicht ein Mann jetzt in diesem Fall oder die Frau ihrem Ehepartner eventuell so sagen kann oder vielleicht ein bisschen abgewandelt für eure Situation. Der Mann könnte zum Beispiel sagen, ich werde meiner Frau meine Liebe in ihrer Sprache täglich zeigen. Ich werde ihr gegenüber stets wahrhaftig sein, weil nur das führt zu Vertrauen. Wenn alles Vertrauen zerstört ist, geht nur die Wahrheit als Wiederaufbauer von Vertrauen. Und die Frau könnte zum Beispiel so etwas sagen wie, ja, ich bin mir meiner Reize und deren Wirkung auf Männer bewusst. Ich gebe darauf Acht, damit verantwortungsvoll umzugehen. In gegenseitige Achtsamkeit, wisst ihr? Und wenn ihr in diesem Prozess seid, dann wird einer nicht schlafen. Nämlich der Widersacher, der wird nicht schlafen. Der Täuscher, der Lügner, der Verdreher von Wahrheit, der wird nicht schlafen. Der wird dann kommen und in euer Ohr flüstern und sagen, du Versager, du Schwächling, das schafft ihr eh nicht. Und wenn ihr auf diesem Weg seid, auf diesem guten Weg, wieder Dinge aufzubauen und er dann kommt und euch ins Ohr flüstert, dann dürft ihr euch eigentlich auch bestätigt fühlen, weil das zeigt euch ja, dass ihr auf einem guten Weg seid, weil er will euch vom guten Weg abbringen.
Er wird euch ins Ohr flüstern und sagen, das schafft ihr nicht. Ihr habt Liebe nicht verdient. Und Gott ist mächtig sauer auf euch. Schämt euch. Aber dann weisen wir ihn fort und sagen, verschwinde, du alter Lügner. Verschwinde. Jesus hat alles getragen. Jesus hat dich besiegt. Es ist alles am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht. Er hat schon lange gewonnen. Aber hab den Mut, Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist unser Zutun. Jesus hat schon alles erledigt, aber unser Zutun ist es, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir sind Kinder Gottes. Das sagt uns die Bibel. Und ich habe keine Angst, weil Jesus meine Stärke ist. Gott segne euch. Amen.